Reg dich doch mal richtig über das auf, was dich als letztes nochmal geärgert hat. Und dann trampelst du wie so ein Rumpelstilzchen und schreist und brüllst. Du darfst auch mal gegen die Wand schlagen. Aber was ist danach anders? Nichts ist danach anders. Ich hatte vorhin nochmal mit meinen Kollegen gesprochen und wir haben irgendwie so gedacht, Mensch, alle sprechen so davon, ne? Die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie und ne, Schulen dicht, ja, nein, und wie könnt ihr und überhaupt. Und ja, dann irgendwie kamen wir aber drauf, irgendwie so über die Erwachsenen spricht, also ne, über uns, die wir ja vor allem funktionieren müssen, wird gar nicht so gesprochen. Und da wollte ich mal von dir hören, aus der Praxis auch, wie du das einschätzt. Wird zu wenig darüber gesprochen? Oder wie siehst du das? Oder wie ist letztendlich auch deine Erfahrung in der Praxis, was gerade unser Wohlbefinden angeht? Ja, also das mit dem Sprechen, das kann ich nur bestätigen. Also die Leute reden ja bei mir hier, weil der Raum dafür da ist und das auch ein sehr wertfreier Raum ist. Also hier wird man nicht für seine Haltung oder Meinung sozusagen gestraft oder gelobt, sondern jede Meinung ist zulässig. Und das ist das große Thema, dass durch dieses Impfthema, egal auf welcher Seite man ist, sich so teilweise Gräben ergeben, vor allem auch in Familien und unter Freundschaften und man irgendwie nicht hinkriegt, dass verschiedene Meinungen und Argumente ausgetauscht werden, sondern dass schnell in so einen Disput geht, dass man kaum mehr Verständnis für den anderen hat und deswegen die Leute auch häufig vermeiden, überhaupt das Thema Corona oder wie geht es mir jetzt damit irgendwie zu thematisieren, weil dann sofort man automatisch auf Regeln und das Impfthema zu sprechen kommt. Und konkret. Genau, und so versuchen halt die Leute nicht mit anderen so viel darüber zu reden, was aber wieder was mit meiner mentalen Gesundheit macht, weil ich mich irgendwie nicht mit anderen austauschen kann. Ne? Und das ist wirklich schwierig zurzeit, finde ich. Oder man einfach auch das Thema nach 2 Jahren so ein Stück weit leid ist. Ne? Und die Herausforderung ist aber, ich finde, was vielen helfen kann, ist nicht das Ganze mehr wie so eine Ausnahmeerscheinung oder Situation für sich zu werten. Weil du kommst dann immer wieder in so eine kurze Hoffnung und die Hoffnung wird ja immer wieder zurzeit mit Füßen getreten, weil dann eine neue Variante, Mutante oder eine andere Regel kommt. Sondern es ist ganz wichtig, dass man so ein Mindset hinkriegt, dass es irgendwie Alltag ist. Es ist jetzt Alltag. Die Pandemie ist einfach unser Alltag. Also es wird Alltag sein, dass wir dazu was im Fernsehen hören, dass es Nachrichten gibt. Ich kann für mich selber entscheiden, wie wohl dosiert ich diese Informationen aufnehme. Aber gut informiert zu sein, ist auch immer was ganz Wichtiges, was zu mentaler Gesundheit eben beiträgt, egal in welche Richtung oder in welches Lager ich neige. Also das ist ganz wichtig, dass ich damit klarkomme, dass es irgendwie Regeln gibt, sowas wie Masken tragen. Das wird noch ganz, ganz lange, glaube ich, unseren Alltag begleiten und wahrscheinlich auch, dass wir uns regelmäßig impfen müssen und es Leute gibt, die dafür sind und Leute gibt, die irgendwie dagegen sind. Und Mindset, also die Haltung zu Themen, ist das Allerwichtigste, um durch so eine Zeit mental gesund zu kommen. Weil mittlerweile haben wir ja die Pandemie seit 2 Jahren und da gibt es auch ganz viele Studien durch Psychologen, die gezeigt haben, dass die Pandemie eigentlich wie so ein riesiger Stresstest ist. Und aus der Stressforschung weiß man eigentlich, dass das wichtigste Mittel, was da helfen kann, gut durchzukommen, Resilienz ist, also die psychische Widerstandsfähigkeit. Und die wird vor allem deutlich mit, ich sag mal jetzt in positiver Art und Weise beeinflusst, indem ich Sachen eben auch positiv werte oder versuche für mich, was Positives rauszuziehen oder das irgendwie wenigstens neutral anzunehmen. Indem ich mich daran aufreibe und irgendwie immer nur das Negative sehe, mache ich mich selber einfach psychisch fertig und schwäche mich mental immer mehr. Und das weiß ja auch mittlerweile jeder, Psyche und Körper hängen irgendwie zusammen. Wenn psychisch schwierig wird, werde ich höchstwahrscheinlich irgendwann auch körperliche Symptome haben. Das hört sich natürlich jetzt immer alles sehr logisch an, ne? Dass man Resilienz entwickelt etc. und dass man eben das jetzt so annimmt. Ich weiß nicht, was gibst du deinen Patienten auch so mit für den Alltag? Gibt es so wirklich auch im Kleinen dann so Techniken, um eben auch ich würde sagen, es gibt Ängste, aber es gibt ja auch Enttäuschungen aktuell, ne? Dinge, die flach fallen. Es gibt, wie gesagt, eben genau Ängste, also gar nicht unbedingt nur auf die Gesundheit bezogen, sondern auch existenzielle. Reicht die Kraft und so? Was erlebst du da? Was gibst du den Menschen mit? Also das Allerwichtigste ist das Thema Wahrnehmung. Also man braucht erstmal so ein bisschen Verständnis, wie der Mensch tickt,
wir neigen eher dazu, immer erst das Negative zu sehen, was eigentlich sehr förderlich auch ist für unser Weiterkommen, weil wir sind irgendwie in so einem Modus, wenn wir immer den Fehler finden, dann haben wir ein Stück weit Kontrolle und wissen schon, wir müssen irgendwie an der Lösung arbeiten. So ist der Mensch strukturiert und so passiert auch Innovation und Weiterentwicklung. Ne? Aber wenn wir uns das vor Augen führen, dass wir eh schon immer so gepolt sind und dann uns in einem riesigen Stresstest namens Pandemie befinden, dann tatsächlich immer nur das Negative sehen, dann ist ja vorher schon klar, dass es uns irgendwie krank macht. Also verstehe ich doch wenigstens erstmal für mich, auch wenn ich es vielleicht noch nicht hinkriege, es ist irgendwie günstiger, auch positive Sachen wieder wahrzunehmen. Ne? Und dann muss man einfach Übungen machen, die irgendwie den Fokus eher auf das Positive legen. Also was an diesem Tag, man kann im ganz Kleinen anfangen, war denn heute gut? Zum Beispiel bei Depressiven sagt man, es ist sogar schon gut, wenn die überhaupt schaffen, aufzustehen und sich die Zähne zu putzen. Es geht überhaupt nicht darum, dass man sagt, oh, ich hatte heute einen mega guten Pitch, ich weiß nicht, ich habe heute eine super tolle, krasse Aufgabe abgeschlossen oder einen neuen Auftrag generiert. Es geht wirklich um die kleinen Sachen im Leben, also einfach im Alltag zu schauen, für was kann ich ein Stück weit dankbar sein, was funktioniert dann irgendwie noch gut und auch wieder zu sehen, worüber habe ich eigentlich noch Kontrolle. Und ich finde, man kann auch in Zeiten der Pandemie noch ganz viel selbst beeinflussen. Ne? Als gar nichts ging und Lockdown war, haben viele von uns zu Hause gesessen und jetzt könnte man sich im Bett verkrümeln und eine ganze Woche lang heulen. Man kann sich jetzt schon vorstellen, wie es einem dann damit geht. Oder aber andere haben einfach angefangen, über die neue Technik zu kommunizieren, haben mit Nachbarn über den Balkon gesprochen. Also man findet irgendwie immer auch Lösungen. Und das ist ganz wichtig für sich im Kleinen zu schauen, was kann mir da gut tun, was gibt es überhaupt Gutes und für was kann ich irgendwie auch dankbar sein. Und ich glaube, die naheliegendsten Mittel, so als Empfehlung, die wissen wir alle. Zum Beispiel, wir dürfen ja rausgehen. Also rausgehen, also so richtig raus, vielleicht auch in die Natur gehen, sich irgendwie bewegen und Sport treiben, sind alles Sachen, die unser Stresslevel wieder so ein Stück weit sozusagen runterholen. Also das sind keine geheimen Rezepte, die ich sozusagen mit Patienten und Klienten bespreche. Man muss es halt irgendwie nur machen. Kürzlich gab es auch ein Interview rum, hat man überall gelesen mit der Zeile drüber, es ist im Augenblick okay, auch mal einfach unglücklich zu sein und unzufrieden. Würdest du das auch so unterschreiben, dass wir auf eine Art auch diesen also dass wir das jetzt einfach auch mal so zulassen, dass man womöglich eben halt auch einfach auf manchen Gebieten auch gerade so irgendwie so gefühlt so stagniert, ne? Und auch nicht so richtig weiterkommt? Genau, also da geht es auch vielen Klienten so, ich mache ja nicht nur Therapie, sondern auch Coaching, dass man oft das Empfinden hat, das ist nur bei mir so oder ich bin so schlecht drauf oder bei mir läuft es gerade nicht. Und dann sage ich immer, nee, es ist total typisch, wir haben Corona und es entlastet schon mal. Und wenn man weiß, dass man lange eingeschränkt ist, unter vielen Regeln zu leiden hat, wir können gleich nochmal auf Persönlichkeitstypen kommen. Da leiden auch manche mehr als andere. Es ist einfach von unserer Persönlichkeit her schon so. Also wenn ich unter so einer Situation lebe, dann ist logisch, dass ich nicht jeden Tag hüpfend irgendwie durchs Zimmer laufe, sondern auch einfach mal schlecht drauf sein darf und traurig sein darf. Und der Ansatz in der Psychologie heißt da Acceptance and Commitment. Also es einfach annehmen, wie es ist. Ne? Und dazu hatte ich ja schon eingangs gesagt, auch irgendwie für uns lernen, dass die Pandemie irgendwie jetzt zu unserem Zeitalter dazugehört und nicht etwas Vorübergehendes sein wird und dass ich das Ganze irgendwie akzeptiere und dazu gehören auch die verschiedensten Emotionen. Also mir darf es auch einfach mal schlecht gehen und ich darf vielleicht auch mal wütend sein. Cool ist, wenn ich das nicht an anderen auslasse, sondern es irgendwie hinkriege, mit mir selber auszumachen. Du hast jetzt gerade die Persönlichkeitstypen angesprochen. Wenn vielleicht zuerst mal die Frage, siehst du Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Umgang gerade mit der aktuellen Situation? Also generell kann man erst mal sagen, fühlen sich alle deutlich gestresst. Ne? Und dann gibt es aber individuelle Beispiele, wo Leute es für sich auch sehr entlastend finden, häufig Frauen, dass zum Beispiel das Thema Fahrerei zur Arbeit wegfällt, weil das für viele ein riesiger Stressor war. Also Frauen müssen irgendwie mehr und das zeigt die Pandemie auch, dass wir einen kleinen Rückschritt beim Thema Gleichstellung in Familien oder Hausarbeit gemacht haben. Also es gibt wenige Männer, ich glaube, da gibt es Studien, die zeigen, 7% der Männer machen jetzt mehr, auch wenn sie es anders fühlen, aber es gibt mittlerweile ganz viele Studien, die zeigen, dass wir einen Rückschritt gemacht haben, dass die Frauen mehr belastet sind, weil die immer noch mehr
Familie, Homeschooling, Haushalt und Arbeit unter einen Hut kriegen müssen und Frauen dann halt auch eher zu Hause bleiben und Homeoffice machen. Deswegen dankbar sind, dass aber schon mal Fahrzeit als Stressor wegfällt. Und Männer gehen halt eher, wenn es möglich ist, doch ins Office und machen halt ihr Ding. Also stressig ist es sozusagen für alle. Aber ich würde aus meiner persönlichen Perspektive sagen, und weil Studien es mittlerweile belegen, dass Frauen nochmal deutlich gestresster sind, weil einfach die alten Themen Hausarbeit, Kinderbetreuung und sowas dazukommt. Und es halt immer noch in vielen Familien so ist, dass das Gehalt vom Mann höher ist und man halt sagt, nee, komm, dann mach du mal ordentlicher deinen Job und geh ins Büro. Und ich kümmere mich um den anderen Kram, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Aber verständlich. Und mit den Persönlichkeitstypen, können wir da vielleicht einfach, dass du auch da nochmal sagst, wie du das einschätzt, gibt es unterschiedliche Dispositionen, die uns eben unterschiedlich auch umgehen lassen? Genau, es gibt Persönlichkeitstypen, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Test machen würde, es gibt einen Persönlichkeitstest nach Altham und Morris, der ist sehr valide erforscht. Da gibt es Persönlichkeitsstile, die heißt zum Beispiel dramatischer Persönlichkeitsstil oder abenteuerlicher Persönlichkeitsstil und die hassen Regeln. Die lieben Freiheit, wenn es bunt ist, wenn es abwechslungsreich ist, wenn was passiert. Die sind sehr extravertiert, also sehr, sehr gesellig. Die wollen unter Leute sein und was erleben. Und man kann sich schon vorstellen, wenn ich das so beschreibe, dass die deutlich leiden, wenn einem plötzlich Regeln auferlegt werden. Und zwar solche Regeln, dass man sogar nicht mehr in Gruppen oder so unterwegs sein kann oder feiern kann oder, weiß ich nicht, große Meetings haben kann. Ne? Für die machen Regeln deutlich mehr mit der mentalen Gesundheit, als zum Beispiel, dann gibt es den gewissenhaften Persönlichkeitsstil, ich sage mal, der ist auch so ein bisschen typisch deutsch, gewissenhafte Menschen lieben Regeln, Werte, dass alles nach Struktur ist und so. Die Leute haben ein bisschen weniger Probleme, wenn irgendwie Regeln eingeführt werden. Bei den Menschen ist es halt aber häufig so, dass die unflexibler im Denken werden mit zunehmendem Stress und es dann vielleicht auch die sind, die sich besonders aufregen, wenn andere Regeln nicht einhalten. Ne? Nun sind wir, glaube ich, alle dafür, dass Pandemie irgendwann doch mal vorbei ist und wir deswegen vielleicht Regeln einhalten, uns impfen und machen und tun, aber alles in einem gewissen Maß und in einer gewissen Flexibilität im Umgang miteinander. Und wenn man halt sehr gewissenhafte Persönlichkeitszüge hat, mag man Regeln besser annehmen können, aber ist manchmal auch so sehr darauf bedacht, im Kontakt mit anderen die durchzusetzen. Und dann ist das Zwischenmenschliche manchmal nicht so nett. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde, draußen merkt man schon, dass der andere nicht mehr so liebevoll miteinander umgeht. Im Straßenverkehr, wenn die Straßen belebt sind, merkt man es besonders. Ja? Also Radfahrer hassen Fußgänger, Fußgänger hassen irgendwie alle, Autofahrer hassen Radfahrer, alle tun sich gegenseitig bepöbeln. Ich glaube, im Laden kennt man es auch so ein bisschen. Und das ist echt schade. Und da würde ich mir wünschen, dass wir uns da alle ein bisschen wieder zurückbesinnen, auf was es irgendwie im Leben ankommt. Und das finde ich aber auch ein bisschen verrückt. Am Anfang der Pandemie ging es, glaube ich, uns allen so, dass es sich so angefühlt hat wie so ein Schuss von Bug. Ne? Also man hat irgendwie wahrgenommen, scheiße, was ist eigentlich wichtig im Leben? Unser Leben ist endlich. So ein doofer Virus kann irgendwie ganz schnell uns ganz stark einschränken. Und ich glaube, alle waren so sehr bedacht auf ihre Nächsten, auf ihre Familie. Man hat sich irgendwie untereinander mehr unterstützt. Also das habe ich ganz viel bei mir selber wahrgenommen im Umfeld, aber auch vor allem bei Klienten. Und ich glaube, mittlerweile ist es wieder in so eine andere Richtung gerutscht, dass man nicht mehr so viel Verständnis hat, dass man irgendwie viel aggressiver miteinander umgeht, was eben Stresstest, Pandemie sozusagen bedingt da ist, dass man einfach merkt, dass das Thema schon lange belastet. Aber wenn wir jetzt verstehen, eben das in den Alltag zu integrieren als etwas, was noch eine Weile da sein wird, dann wird es, glaube ich, nicht besser, sondern der Stress potenziert sich ja. Ne? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir irgendwie uns alle da wieder ein bisschen wachrütteln, was da wichtig ist, nämlich ein guter Umgang miteinander und dass jeder seine Meinung haben darf. Und jeder eben, was wir gerade schon hatten, auch mal schlechte Phasen hat und der dann vielleicht mehr Unterstützung braucht und mir geht es vielleicht auch mal total schlecht und dann freue ich mich auch, wenn da Menschen sind, die mich irgendwie unterstützen. Du hast es ja auch am Anfang schon, ganz am Anfang, ne, was das so mit unserem Kleinen, auch mit den Beziehungen macht, ne? Also Liebe, Liebesbeziehung, Paarbeziehung, dass da sich was verändert hat, dass es da Einflüsse gibt? Ich bin auch Botschafterin für Sex-Toys sozusagen, weil ich auch Sexualtherapeutin bin. Und ganz verrückterweise haben die Firmen, mit denen ich da zusammenarbeite, gesagt, es ist Wahnsinn, sie haben Umsatzsteigerungen
wie noch nie. Ja, also zu Beginn der Pandemie war es irgendwie so, dass viele Beziehungen intensiviert wurden. Man hatte plötzlich Zeit miteinander. Man hat verrückte neue Sachen ausprobiert, vielleicht auch in sexueller Hinsicht, was ganz Wunderbares ist. Und ich glaube, aber mittlerweile gab es auch da einen riesen Switch, weil man ein Drittel, habe ich mich auch vorher nochmal erkundigt und ich habe auch hier ein paar Klienten oder Paare, ein Drittel an Anfragen für Paartherapie oder Paarcoaching ist jetzt mehr da, weil viele Beziehungen eben sehr krisenhaft sind. Und irgendwie ist es auch ein Stück weit verständlich, wenn jeder so in seinem Funktionieren ist im Alltag und wir hin und her rennen und machen und tun, dann bleiben ja viele Themen oftmals so ein bisschen unter den Teppich. Und durch die Pandemie irgendwie, durch diesen anhaltenden Stresstest, sind halt so schwelende Konflikte eher hochgekommen. Ja? Oder viele stellen sich ja große Lebensfragen aktuell. Wo will ich eigentlich nochmal hin? Also man merkt auch generell im Coaching, hat man viel mehr Anfragen, weil die Leute irgendwie festgestellt haben, entweder ich habe jetzt plötzlich Zeit, mir endlich mal das Coaching zu gönnen, oder aber weil wirklich die Lebensthemen da sind, wie mache ich eigentlich beruflich das Richtige? Will ich nochmal was anderes im Leben? Weil irgendwie, wie gesagt, die Pandemie wie so ein Schuss vom Bug war und ich irgendwie nochmal überlege, läuft es hier gerade noch richtig in meinem Leben? Also dann kann aber durch diese Lebensfragen, die da hochkommen, auch Krise in einer Beziehung sein, weil der eine stellt vielleicht fest, für mich war doch eigentlich immer alles ganz schön und der andere sagt, nee, ich brauche irgendwie was ganz anderes. Und schon habe ich ein Beziehungsthema. Das war mir noch wichtig zu fragen, weil wir vorhin drüber sprachen, da nochmal anschließend mit dieser, es ist okay, gerade mal unglücklich zu sein. Ich finde es trotzdem spannend, nochmal von dir zu hören, an welchem Punkt muss ich mir trotzdem mal die Frage stellen, brauche ich vielleicht doch Hilfe? Ne? Kann ich das wirklich alleine noch stemmen? Und genau, gibt es Anzeichen, wo du doch sagen würdest, so holen Sie sich da Hilfe, dass man irgendwie das alleine nicht mehr rausschafft? Ein Ratschlag, auch wenn Ratschläge Verschläge sind, kann sein, dass man versucht, bewusst zu machen. Also ich kann noch ganz bewusst sagen, oh Gott, also heute ist ein Tag, wo mich alles besonders ankotzt oder ich traurig bin oder mich down fühle und dann auch bewusst es zuzulassen. Vielleicht ist es möglich, dass man dann sagt, ich nehme mich einen Tag raus, ich lege mich einfach ins Bett oder aufs Sofa, ich Netflixe den ganzen Tag, ich esse ein großes Eis, was auch immer mir gut tut und ich mache heute bewusst so einen richtigen Scheißtag, weil es mir wirklich scheiße geht und morgen ist auch wieder gut. Ja, das ist bewusst das Zulassen. Das würde man bei Trauer auch so machen. Es ist wie so ein Ritual zu machen. Wenn ich aber merke, dass das über Tage andauert, dieser Zustand, dass ich auf nichts Bock habe oder total traurig bin oder mich gar nicht mehr motivieren kann, irgendwie hochzukommen, also wenn es andauert, dann würde ich versuchen, wenigstens die Motivation aufzubringen, mir Unterstützung zu suchen. Und sei es drum, ich finde es immer die erste Alternative der Wahl, nahestehenden Menschen darüber zu sprechen. Ja, man muss nicht immer sofort in eine Psychotherapie laufen. Ich finde, es ist eh ja so eine Mode manchmal auch schon geworden. Wieso reden wir nicht mit den Menschen, die uns wirklich nahestehen über das, was wir da fühlen? Weil ich glaube, alle von uns kennen gerade diese Gefühle und Emotionen. Und das ist es ja nicht. Jeder hat zur gleichen Zeit den gleichen schlechten Modus. Und so kann man sich gut auch untereinander unterstützen. Und jemand anderes wieder unterstützt zu haben, ist übrigens auch eine riesig gute Ressource für mich, um mental gesund zu bleiben. Das gibt uns gegenseitig irgendwie was. Merkst du auch aus deiner Praxis, dass auch sich körperliche Symptome häufen, dass das sehr doll korreliert, dass die Leute mehr ihre Migräne, ihre, ich weiß nicht, was man eben so hat, gerade bei Frauen auch der Zyklus, da gibt es ja auch schon diverse Studien, ne, dass das uns beeinflusst irgendwie, dass der Stress sich, siehst du da auch Korrelationen? Erkennst du die auch? Ja, also es ist ganz häufig, dass es psychosomatische Kombinationen gibt, also zum Beispiel irgendwelche körperlichen Beschwerden, psychischen Beschwerden eben folgen. Das ist bei Depressionen ja auch ganz häufig so. Das kann einfach mit Schmerzempfindungen einhergehen. Oder es gibt ja sogenannte Psychosomatosen, das ist nämlich sowas wie Migräne oder Magen-Darm-Geschichten, die hängen auch immer irgendwie mit zusammen. Und da darf man auch einfach ganz liebevoll und selbstfürsorglich mit sich umgehen. Also es bringt überhaupt nichts, sich jetzt auch wieder da reinzusteigern, da habe ich auch viele Klienten, und zu googeln und zum Arzt zu rennen und zu denken, jetzt habe ich noch was anderes Schlimmes, sondern es ist total erklärlich, wenn ich mich mental nicht gut
fühle und generell in so einem Zustand des Eingeschränktseins bin, dass der Körper dann mit Symptomen folgt. Und es geht eher dann wieder auch darum zu akzeptieren, dass es gerade so ist und zu schauen, was kann ich mir denn jetzt Gutes tun, damit vielleicht morgen oder übermorgen schon wieder ein bisschen besser aussieht. Und beobachtest du auch solche Sachen wie, dass sich die Menschen mehr mit sich selbst auch auseinandersetzen, dass es sowas gibt wie so auch so eine Selbst, so ein Wunsch nach Selbstoptimierung? Ich meine, wir haben es schon angesprochen, aber das spielt das eigene Individuum irgendwie eine andere Rolle? Hat sich da irgendwie was geändert? Also ich finde, die Pandemie hat ja nicht nur Nachteile, sondern auch viele Vorteile. Nämlich, ich glaube, jeder von uns hat auch mal genossen, irgendwie Zeit zu Hause verbringen zu können. Oder nicht diesen Druck zu haben, damit ich vielleicht gut im Business bin, muss ich netzwerken. Ich brauche Lunchtermine. Also viele Kalender sind ja irgendwie überfüllt gewesen mit Business-Terminen und irgendwelchen Essen und weiß ich nicht was. Oder eben bei Eltern und Familien, jetzt musst du zu dem Kindergeburtstag und das Event muss gestaltet werden. Ich glaube, das ist doch was ganz Schönes, dass das alles mal weggefallen ist und ein Stück weit entstresst. Und durch diese Entstressung, ich hatte ja es schon gesagt, also wir haben auch einen riesigen Zulauf an Coaching-Klienten, die Leute eher darüber nachdenken, sich mit ihren eigenen Themen, die sie eigentlich schon lange auf dem Zettel haben, aber tatsächlich jetzt mal aktiv auseinanderzusetzen. Oder es gab ja einen riesigen Boom mit Online-Webinaren, auch ganz viel kostenfrei, was ja ganz wunderbar war. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, um sich selber auch irgendwie weiterzubilden. Und das, glaube ich, hat man bei sich selber so wahrgenommen, aber auch bei vielen Klienten oder auch in meinem Umfeld ist es so, dass viele sich wirklich aktiv mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Und das, finde ich, ist was sehr Vorteilhaftes der Pandemie. Jetzt gehen wir auch aufs Ende unserer Zeit schon zu. Hast du noch mal irgendwie so einen, jetzt waren wir beim Ratschlag, das Wort ist doof, aber irgendwie noch mal so einen Tipp, irgendwie eine Aufforderung, gerade vor allem auch an uns Frauen, wie wir jetzt irgendwie diese 2 Wintermonate sind es ja doch noch in Berlin, wie wir irgendwie noch durchkommen, bis das Licht wieder mehr ist und wie wir das vielleicht noch gestalten können, damit wir dann gestärkt Richtung Sonne kommen. Ja, ich würde da, ich glaube, wer mich kennt, weiß das. Ich habe ja so einen Praxis-Mops, deswegen stehe ich total auf Loriot. Und ich würde da mal ein Zitat rauskramen. Loriot hat mal gesagt, Intelligente suchen in Krisenzeiten nach Lösungen und nur die Doofen suchen irgendwie nach Schuldigen. Und ich finde das wunderbar, weil das stimmt, anstatt sich an Sachen aufzureiben, das ist auch schon eine Intervention, also man kann sich jetzt vorstellen, reg dich doch mal richtig über das auf, was dich als letztes nochmal geärgert hat. Und dann trampelst du wie so ein Rumpelstilzchen und schreist und brüllst, du darfst auch mal gegen eine Wand schlagen. Aber was ist danach anders? Nichts ist danach anders. Ne? Deswegen, auch wenn es so abgedroschen ist, schau einfach mal, was du irgendwie brauchst. Ne? Also wir hatten es ja, es ist dunkel, ich merke, ich brauche irgendwie Licht. Wie komme ich zu mehr Licht? Da gibt es ja ganz viele Ideen. Und wenn ich mir so eine olle, wie heißen diese roten Lampen, irgendwie aufstelle. Also es gibt immer für alle möglichen Themen tatsächlich Lösungen. Und da geht es im Kleinen zu schauen, was kann ich tun, was mir irgendwie gut tut, anstatt mich darüber aufzuregen, was jetzt wieder nicht funktioniert. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das hilft zu so einem positiven Mindset-Change. Und der ist halt nicht nur gut, um durch die Wintermonate zu kommen oder durch die Pandemie zu kommen, sondern der ist fürs ganze Leben, glaube ich, ganz, ganz relevant. Genau, und ich nehme das auf jeden Fall, was ich auch jetzt mitnehme, ist so dieses Bewusstsein dieses Stresstests. Ich finde ja das Wort, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen Kraft auch, ne? Weil es eben diesen Test drin hat, ne? So dass man dann eben auch ein Test ist ja irgendwann auch vorbei, ne? So, oder er ist bestanden. Genau. Und ich finde, ich glaube, das kann man da auch fragen, was will das Leben mich ganz persönlich lehren durch diesen Stresstest? Also was soll ich für mich da mitnehmen? Und dann sieht man das vielleicht als Challenge und nicht als Scheißproblem. Und dann gehe ich da auch ganz anders durch. Ne?